Wach. Und knapp im Bett so. Was geht, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr wisst, gleich kommt ein neuer Song raus. Okay. Ey, Stream ist ja doch. Yeah, ich dachte, ich gehe nochmal live. So, Leute, schreibt was rein. Wer bleibt mit mir wach, Leute? Schreibt mal, ob ihr mit mir wach bleibt bis 0 Uhr noch. Schreibt mal rein. Ich bin noch wach. Bin so aufgeregt. Ey, ich bin auch mega aufgeregt, Leute. For real. Ich bin auf jeden Fall auch mega, mega aufgeregt. So. Yo, Mike, nimm mal rein, bitte. Ich nehme jetzt keinen Gast, Leute, weil ich will mit euch reden. Also mit euch so schreiben. Kann man den Song auf iTunes kaufen? Den Song kann man überall euch. Also, es wäre natürlich mega krass, wenn ihr den Song auf jeden Fall bei Spotify streamt ab 0 Uhr in eure Playlist packt und euch den Song bei iTunes kauft. Wir hatten dieses Mal keinen so Vorverkauf. Und es wäre umso krasser, wenn ihr trotzdem richtig Gas gibt. Und yes. Yo, Jürgen, was geht ab? Alles gut, Bruder. Ariam, was geht, man? Alles cool bei dir? Ich freue mich so auf den Song. Ey, ich freue mich genauso, Leute. Ich bin mega aufgeregt. Wir warten, Leute. Ich danke euch mega, dass ihr alle noch wartet. Ihr seid echt die Besten. Und ihr müsst es alle reposten. Macht natürlich Videos ab morgen von euch. Ari's Beat, Ari's Beat. Alles am Start. Ihr müsst natürlich ab morgen macht coole Videos von euch. Ich reposte das in meine Story. Gib Gas. Ja, Mike. Uff, Mike, ich bin quasi am Schlafen. Sei noch wach. Noch 8 Minuten musst du durchhalten. Noch 8 Minuten. Und Leute, der Song, ich kann euch ja mal ganz kurz erklären, den Song, wenn ihr Bock habt. Bleibst du aufwachen wegen Blackout? Klar bleibt Jürgen wach. Celina, was geht ab? Alles cool? Also Leute, voll süß, dass auf jeden Fall noch Fettchen wach geblieben sind. Ich dachte mal, ich gehe jetzt nochmal spontan live. Ja, ich kann euch ganz kurz erzählen, was zum Song. Und zwar, der Song heißt ja Blackout. Und es handelt um so einen Freitagabend von mir und meinen Jungs. Also, ich habe so ein bisschen probiert, einfach mal so das Partyleben zu beschreiben und so ein bisschen so meine Gedanken. Und ja, es ist ein bisschen anders geworden, ein bisschen reifer, der Song. Und ich hoffe mega, dass ihr Spaß daran haben werdet. Es gibt ein mega cooles Feature mit Dima, der rappt richtig geil. Also, Leute. Ich bin mega gehypt. Nicht viel bei dir. Mein Song kommt gleich raus. Ja. Julina, doch, wir haben uns ja gerade erst gesehen bei der About You Awards, bei den About You Awards, stimmt. Party, Party. Wie aufgeregt bist du? Mega. Ich freue mich übertrieben, Leute. Endlich. Ariane, das stimmt auf jeden Fall. Nee, aber, also Leute, was wir da schon wieder alles sagen im Song. Zu heiß, zu heiß. You're literally my idiot, Jelena. Get it from. Oh, Jelena hier ist ein Fan. Okay. Ich schaue die ganze Zeit auf die Uhr. Wenn der Song krass wird, mache ich mal ein Cover davon. Tagge dich dann. Ey, das wäre mega, mega krass auf jeden Fall. Ich würde mich mega freuen. Ich probiere echt alles zu reposten. Postet das alles in eure Story, Leute. Und markiert mich vor allem. Ich werde ab morgen. Das ist mega krass. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Hype, Hype. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass überhaupt noch Leute wach sind. Voll krass. Ich muss auf jeden Fall. Mein Bett knarrt die ganze Zeit so. Also Leute, der Song ist übrigens schon. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich werde jetzt nicht irgendwas zeigen. warte mal. Das ist hier so Spotify für Artists, Leute. Für die, die nicht wissen, was das ist. Und ich glaube, den Song gibt es schon in ein paar Ländern, oder? Wer hört denn schon den neuen Song? Hier, Leute, guckt mal, guckt euch das mal an. In 31 Ländern kann man den Song schon hören, weil ich habe schon gesehen, dass einige den Song hören. Und in 31 von 79 Ländern
kann man den Song schon hören. Und in 3 Minuten hören es weitere Länder. Das ist voll krass irgendwie. Also es ist ja weltweit 79 Länder, Leute. Schon crazy irgendwie. Die ganze Welt wird Blackout hören. Gibt es den auf YouTube? Also zum Hören auf jeden Fall, aber das Video noch nicht. Also ich update euch da einfach. Auf jeden Fall. Das Ding ist auch, dass wir mindestens, wenn wir das posten, darauf 607k aufrufen, mal sehen, wie viele Leute dann auch zu dir kommen. Wie? Wie? Aber vergessen, Spotify Premium zu holen. Ey, dann. Das gibt es natürlich auf Google Play, auf iTunes. Bei iTunes kostet das Ganze mal 1,29, Leute. Yes. Also, den Song gibt es echt überall eigentlich. Also wirklich. Ich glaube, auf 26 Plattformen sind wir. Napster, Deezer, überall. Also, könnte ich den wirklich überall anhören. Noch 2 Minuten. Oh shit. Amazon. Ja, Amazon gibt es natürlich auch. Apple Music, iTunes, überall. Aber was mir auf jeden Fall, was mich mega freuen würde, ist, dass, wenn ihr vielleicht den Song streamt, ihr euch vielleicht trotzdem einmal bei iTunes holt. Das wäre sehr, sehr krass. Ansonsten einfach streamen, Leute. Stream, stream, stream. In eure Playlisten tun. Und ich weiß, was ich. Tidal? Was ist Tidal? Ach ja, das ist auch so eine, stimmt, ist auch so eine Plattform. Jürgen weiß aber Bescheid. 1 Minute. Oh shit. Leute, noch 1 Minute, dann ist der Song online. One. Oh, mein Finger sieht zu krüppelig aus. Du hast mir das Beste verdient. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was ich noch sagen wollte, ist ganz kurz: markiert auch mein Manager und markiert auch Dima, Leute. Das ist nämlich der Feature-Part. Markiert einfach alle Leute, so alles wie posten können. Ihr seid die besten Leute. Noch ein paar Sekunden jetzt. Überkrass, Leute. Ich weiß auch, den ersten Release habe ich verschlafen. Ey, 0 Uhr. Okay, Leute, wir checken mal, ob es den Song gibt. Oh shit, Leute. Das ist Blackout. Leute, speichert euch den Song auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Speichert es. Anhören. Oh. Sheesh, Leute. Und packt es in eure Playlist, Leute. In die Playlisten packen. Oh. Okay, Leute, hört euch den Song auf jeden Fall an. Spotify, iTunes, Blackout ab jetzt überall, Leute. Bei iTunes gibt es den ganzen Song auch schon.